So, da sind wir wieder zurück bei Castlevania Lords of Shadow. Hallo und herzlich willkommen. Und ja, beim letzten Mal habe ich hier ein bisschen Scheiße gebaut hier bei diesen. Ich weiß nicht, was das ist. Schauen wir mal ganz kurz hier ins Bestiarium. Ich möchte wissen, wie das heißt. Wartet mal, wo sieht man denn das überhaupt? Da, Monster. Was ist denn das eigentlich? Das ist ein Warzenschwein, ein kleiner Troll. Das sind Trolle. Okay. Trolle sind das also. Gut, ich töte mal jetzt dieses Vieh, so lange ich noch kann hier. So, wunderbar. Alles klar. Gut. Weiter geht's. Wir haben jetzt nämlich mit ihm hier das hier kaputt gemacht. Ich habe dann mit ein bisschen Geduld und mit ein bisschen viel Technik habe ich den dann irgendwie doch noch hingekriegt, den irgendwie zu zähmen. Und ja, ich habe mir gedacht, wie lange habe ich gebraucht? Ich glaube 32 Minuten oder so. Da habe ich mir gedacht, nee, komm, das muss nicht unbedingt sein, dass ich das jetzt hier noch reinschneide. Und ja, schauen wir mal uns hier ein bisschen weiter um. Diese Gegend hier gefällt mir ziemlich gut. Die Levels werden jetzt auch hier ein bisschen größer, wie es ausschaut. Wo geht's hier wieder weiter? Holy shit. Okay. Ah, da ist ein Wasserfall. Ich glaube, da kann man durch. Yep, da kann man durch. Sehr schön. Oh, da mal wieder ein. Ah, das ist also ein Geheimnis hier. Wir haben jetzt schon 4 solche Steine. Noch einen, dann wird das erhöht. Aber mich wundert es gerade, wieso ich hier nicht weiter kann. Warum nicht? Naja, gut, dann schauen wir nochmal zurück. Vielleicht. Oh, jetzt hänge ich hier. Schauen wir nochmal zurück. Vielleicht ist es ja hinten irgendwo, wo es weitergeht. Ich habe hier noch irgendwas. Ja, scheiß drauf. So, vielleicht ist es ja hier weiter hinten. Mal gucken. Bei links gab es ja auch nochmal einen Weg. Genau hier. Yep. Da geht's auch weiter. Oh oh, ich höre Likana. Oh ja, da kommt auch ein großer auch noch der. Okay, dann mal los hier. Wow, fuck. So, da ist eigentlich nur so ein bisschen gefährlich. Nicht wirklich gefährlich, aber so ein bisschen. Die hauen ein bisschen mehr rein. Aber ich weiß auch mittlerweile, wie sie ticken. Ist eigentlich gar kein Problem mehr. Ja, komm her, mein Freund. Na, tut's weh? Oh, fuck. Okay, ab und zu haut er mir also schon auf die Fresse. Ah, jetzt schon wieder. Okay, das kann ich ihn finishen. Komm her. Oh yeah. Und go, 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 go. Ich reiß dir den Kopf an. Haha. Sehr schön. Wunderbar. So, soweit ich weiß, muss ich da weiter. Muss ich mit hier noch gucken. Da gibt's nichts. Okay, und dann da hoch. Alles klar. Gut, 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 gut. So. Geht das? Jawohl, geht. Sehr schön. Okay. So, runter hier. Wunderbar. Dann mal da hinauf. Also es ist schon ein ziemlich gutes Level hier, muss ich sagen. Es macht Spaß. Oh, jetzt gibt es wieder einen Fight. Ah, wieder eine Riesenspinne. Na toll. Macht die jetzt da? Oh oh. Ich glaube, die wird runterfallen. Ah, fuck, der hat's noch geschafft. Na toll. Unnötige Dreckspinne. So, jetzt kriegst du sowas von in die Fresse. So, Leben voll. Kann ich das wieder wegmachen. Wow, 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 shit. Okay. Ich sollte mich nicht von der erwischen lassen, wenn sie mich vergiften will, die Drecksau.
Das ist nämlich nicht gesund. Okay, sehr schön. Aufsitzen. Muss ich da vielleicht jetzt irgendeinen Weg machen oder so? Ja. Sehr schön. Danke dir. Und als Belohnung stirbst du. So. Will ich mal nicht nett bin, oder? So. Sehr schön. Oh, was haben wir denn hier? Da leuchtet irgendwas ganz kräftig. Ah, da kann ich mich auffüllen. Sehr schön. Machen wir mal. So. Alles klärchen. Ah, was haben wir hier? Was ist das? Okay. Ah, reinkommen müsste man auch mal. Sehr schön, du heißt der Schattenmagie-Medaillon. Wenn du angreifst, während die Schattenmagie aktiviert ist, richtest du mehr Schaden an, allerdings auf Kosten deiner Schattenmagie-Energie. Aha, alles klar. Also wir haben Lichtmagie und Schattenmagie. Sehr schön. Okay, das ist hier draußen. So. Ah, die rechte Sticktaste. Okay. Sehr schön. Okay, dann haben wir jetzt auch noch Schattenmagie. Um das zu benutzen, braucht man Schattenmagie. Alles klar. Jetzt kannst du Licht- und Schattenmagie kombinieren, was die mächtige strategische Werkzeuge an die Hand gibt, um deine Feinde zu bezwingen. Benutzt Lichtmagie LB, um deine Gesundheit zu generieren. Benutze Schattenmagie RB, um den Schaden anzurichten. Okay, also können wir hier schön variieren. Das finde ich ja mal cool. Das finde ich wirklich eine coole Sache. Das verleiht dem Spiel jetzt ein bisschen mehr Tiefe. Das finde ich echt nice. Und wieder eine Klettanlage. Na, ich schätze mal, ich muss hier so rüber. Jawohl. Wunderbar. Gar nicht mal so schwer. Macht aber Spaß. Okay, und jetzt hier wieder hoch. Okay, und dann darüber. Sehr schön. Oh! Fuck. Na toll. Ah, das hat man davon, wenn man zu schnell sein will, ja? Wenn man hier schnell sein will, dann passiert so ein Scheiß. Okay, nochmal drauf. Jetzt aber. Okay, oh, nein, nein. Okay, wenigstens bin ich tot. Ich habe gedacht, ich müsste dann schon wieder da hochklettern. Hätte ich jetzt keinen Bock gehabt. Ah, okay, so geht's auch. Gut. Und jump und go. Sehr schön. Und jetzt? Ah, darüber. Okay, gut. Wasserfälle haben wir geschafft. Und gleich geht's zur nächsten Mission über. Agartha was once one of the greatest cities of the ancient world, but it didn't take long to fall under the onslaught of the Dark Lord. The lichens were innumerable, and the city was razed to the ground.
The necromantic wars, as they were known, destroyed the advanced technologies that the Agathians had closely guarded. Eventually, the Titans fell, and then the people were massacred one by one, or were turned into beasts, subservient to their new conqueror. None now remain to tell the tale. Okay. Wait! Okay, was war denn das jetzt? Heilige Scheiße. Wir sind in Agatha. Irgendeine Hauptstadt oder was von früher? Native Route, okay. Du suchst dir besser eine alternative Route. Ja, wenn das da steht, dann machen wir das. Ich glaube nicht, dass ich da hoch kann, so wie sie. Also muss ich mir da was anderes finden. Hier hinauf? Nö. Vielleicht hier nach rechts? Jo. Oh. Toll, wieder in den Tod gesprungen. Das kann ich am besten, wie es aussieht. Ja, geht doch. Geht doch. Oh, da ist wieder ein Tod, eh? So, mein Freund, was hast du zu erzählen? Lieber Gott, bitte hilf mir, einen Weg durch diese grausame Stadt zu finden. Ich war dir stets ein treuer Diener, gut, ehrlich und anständig. Ich habe Kreaturen und auf Wagen reiten sehen, die unter deren Kontrolle fast zahm wirkten. Wie ist das möglich? Bitte Gott, zeig mir, wie ich das tun kann, damit ich meine Mission fortsetzen kann, diese Welt mit deinem himmlischen Königreich zu vereinen. Amen. Ja, dein Gott hat dir super geholfen, du Vollpfosten. Oh, jetzt kommen hier die Trolle daher. Die Trolle sind aber aggressive kleine Viecher, muss man schon sagen, die Trolle. Die mag ich nicht so. Die sind wirklich aggressiv, klein und fies. Also hier durchzulaufen ist auch ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin, aber es sieht so aus, als ob es hier weitergeht auf alle Fälle. Ja, ja, haut mich halt alle einmal. Komm, haut mich alle einmal. Ja, richtig so. Ich meine, ich mag diese... Also das Ausweichen in diesem Game ist ein bisschen beschissen, muss ich sagen. Das war in Devil May Cry ein bisschen geiler. Das muss ich sagen. Devil May Cry spielt sich ein bisschen geiler als das hier. So. Okay, ich schätze mal darüber. Oh, okay. Gut, ich weiß schon, wen ich brauche dafür. Und zwar dich. Oh, fuck. So, hauen wir mal ein bisschen drauf, dass ich hier ein bisschen geheilt werde. Wow. Naja, das weiß ich schon. Ich weiß schon, wie man einen Wagen reitet.
Tippe zweimal schnell den linken Stick an. Okay, und jump. Jawohl. Wunderbar. So, dann laufe ich mal mit denen ein bisschen rum. Nimm den Anlauf. Ja, ja, will ich ja. So, warte. Geht mir so ein Weg. Sehr schön. So, jetzt hier muss ich dich töten, leider. So. Aber du hast mir gut gedient. Du hast mir gut gedient. Aber hier brauche ich dich nicht mehr. Oh, Trolle wieder. Gut, dann haben wir halt die Trolle wieder. Habe ich auch nichts dagegen. Oh, jetzt kommt auch noch ein großer Troll. Scheiße. Gegen die großen Trolle habe ich was. Die mag ich nicht. Die sind scheiße. Brauche ich dich vielleicht wieder für irgendwas? Kann sein. Ich glaube, den brauche ich wieder für irgendwas. Ich glaube nicht, dass ich hier einfach durchlaufen kann, oder? Machen wir mal, vielleicht schon. Vielleicht brauche ich gegen die gar nicht zu kämpfen. Sieht fast so aus. Ja. Okay. Yay, noch einen Lebensstein gefunden. Jetzt haben wir schon drei. Noch zwei, dann erhöht sich mein Leben. Das ist super. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Na gut, dann muss ich also doch wieder zurück und mit denen kämpfen. Gut, machen wir's. Kommt her. Kommt her, gib auf die Fresse. So, ich sollte aber irgendwo hin, wo es ein bisschen mehr Platz gibt. So wie hier. Fuck. Den Troll habe ich beim letzten Part nicht besiegen können. Aber dann mit ein bisschen Geduld habe ich ihn gekriegt. Ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Man muss nur aufpassen. Man muss nur aufpassen. Jetzt weiß ich, wie er tickt. Dann geht das schon. Ah, fuck. Das war jetzt ein Fail. Okay. Und für was brauche ich ihn? Aha. Und welche? Welche Hindernisse? Ich sehe gerade keine Hindernisse. Ah, da ist ein Hindernis. Okay. Gut, dann machen wir kaputt den Scheiß. Sehr schön. Wenn wir schon dabei sind, machen wir die ganzen kleinen Likane auch noch weg. So, schön in die Fresse gibt's hier. Bekomme ich hier nichts ab, oder? Oh ja. Sehr schön. Gut, ich laufe noch ein bisschen mit dem Troll hier durch die Gegend. Warum nicht, solange ich noch kann? Oh, ich kann nicht mehr. Okay, tschüss, mein Freund. Danke für die Hilfe, aber du musst sterben. So. Bin ich hier schon wieder, Mann? Hier kenne ich mich ja gar nicht mehr aus, da. Sieht alles gleich aus. Okay, da kann ich auf alle Fälle mal nicht hin. Hier sieht alles verdammt nochmal gleich aus. So eine Scheiße. Da lang. Okay. Ah, da brauche ich wieder dich. Okay, komm, dann hauen wir dich zuerst mal platt hier. Dann hauen wir dich erstmal platt. Dann haben wir die 10 Dolche weggeschmissen hier. Ah, jetzt kommen auch wieder kleine. Oh, er ist schon gelähmt. Wunderbar. So, dann kann ich mich dir denn schon schnappen. Sehr schön. So, und go. Oh yeah. Dann gleich weiterlaufen hier. Ja, gut, die Brücke hätte ich aber auch ohne ihn geschafft. Die auch. Oh, wenn wir schon dabei sind, warum nicht? Okay. Ah, nur ein Wal könnte eine solche Wand hochklettern. Na toll. Ich brauche noch einen Wag. Könnte aber schon einer kommen. Scheiße. Komm, schickt mir den nächsten Wag, bitte. Ah, ich habe gedacht, ich kann da normal hochklettern, aber nein, ich muss mit dem Wag da hochklettern. Dann toll. Ah, ich musste kurz niesen. Wartet mal, Leute.
wieder da. Ich hoffe, ich finde jetzt einen Warg. Brauchen einen Warg. Da ist er. Okay, dann muss ich darüber jumpen wieder. Okay. Gut, dass sie daran gedacht haben, dass es solche Vollpfosten wie mich gibt. So, nur wieder rauf da. Dann muss ich den halt nochmal zähmen hier. Kann man nichts machen. Hab den eh gleich gezähmt eigentlich. Das ist gar nicht mehr so viel Arbeit bei dem. Lass mal die Kleinen hier loswerden. Die nerven nämlich. Die Kleinen sind immer sehr lästig. Scheiße, wollte ich nicht festbekommen. Na toll. Fuck. Ich bin zu gierig, Leute. Das ist mein Problem. So, jetzt aber. Wait. Was ist denn das für eine komische Tussi? Warte, das möchte ich noch einsammeln hier. Oh. Okay. So also nicht. Wie dann? Ah. So. Okay. Agartha haben wir geschafft, Leute. Oh, da hat es noch 2 gegeben. 0 von 2. Ja, scheiß drauf. Ist mir wurscht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.